Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect. Wir sind immer noch auf Ilos und suchen die Röhre, beziehungsweise ist ein Wettrennen gegen Saren, der ist nämlich auch schon hier. Und da sind wir in diesem Graben und es geht hier so rein. Und ich frage mich, ob das normal ist, dieser Geräusch, dieser Bass dahin, dass dieses Bumm, Bumm, weil das war eigentlich schon auf der Normandy, glaube ich, schon so. Da bin ich irgendwie gerade ein bisschen ratlos, ob das so gehört oder nicht. Okay. Krasse Statuen. Ja, aber wir schauen trotzdem mal weiter. Ach, da kommen wir gar nicht durch. Na gut, dann geht's halt außenrum. Und da haben wir den nächsten Gegner. Ja, das ist eine echt krasse Welt mit diesen Ruinen hier. Ich schätze, hier müssen wir hoch. Und... Uiuiui. Gleichen Gegner. Direkt vor uns. Und ich laufe fast noch rein. Naja, gut. Ist ja nochmal gut ausgegangen. Überhaupt gar kein Problem gewesen. So, wo sind wir jetzt? Halt genau, jetzt sind wir hier. Ah, hier sind wir hochgekommen. Da ist dieser Fahrstuhl. Der ging ja, glaube ich, nicht. Und das heißt, wir müssen hier weiter. Da ist eine Kiste. Was ist da drin? Das ist auch eine gute Frage. Warum steht auf einer Kiste, auf einer uralten Ruinenstadt von den Portianern, so ein Teil? Waren wir hier vorher nicht sogar schon? Sehr seltsam. Warum bin ich da nicht vorher gleich hier reingegangen? Habe ich den Weg wirklich verpasst gehabt? Ich meine, das ist durchaus möglich. Der Fahrstuhl wird mit einem X gekennzeichnet, aber passieren tut nichts, also man kann ihn nicht benutzen, wenn ich mich recht erinnere. Wo geht's jetzt hier lang? Da unten, das müsste eine Sackgasse sein. Schauen wir mal kurz mal rein. Da könnte man sogar hochsteigen und so rauskommen. Anstatt hier diesen Weg zu gehen. Nee. Ich glaube, ich gehe dann doch eher den anderen Weg. Zumindest wissen wir mal, dass wir ziemlich viel Leute vor uns haben. So, hier sind wir. Hallo. Und, ihr dürft schweben. Oh, er hat nur einen genommen. Das ist ja mal schade. Ach, und da oben fliegt er. Aber ich habe wenigstens auch einen richtigen erwischt. Und da hinten sind auch nochmal welche. Aber die Gegner hier sind alle kein Problem. Ich meine, ich finde es gut. Oder beziehungsweise, ja, besser, als wenn wir überhaupt nicht vorankommen würden. Aber krass ist es trotzdem. So, dann schauen wir mal hier kurz rein. Warum mache ich das eigentlich überhaupt? Ich habe genug Universalgel, um da reinzuschauen. Und außerdem braucht man eigentlich fast gar nichts mehr davon. Wo geht's hier weiter? Hier müsste es eigentlich weitergehen. Schätze ich doch mal.
weiß nicht, ist das jetzt ein Fahrstuhl? Ja, das ist ein Fahrstuhl. Es ist die Frage, wo wird man hier herkommen, wenn man hier den Fahrstuhl besteigen? Oder müssen wir da unten noch weitergehen? Lass uns erstmal hier bleiben. Ah. So, jetzt aber. Ach, diese Frösche, die regen auf. So. Einer wenigstens weg. Noch einer weg. Es dürften es nicht mehr viel sein. Zwei Stück sind es noch, wenn ich es richtig gesehen habe. Gut. Komisch, jetzt schlägt es fehl. Vorhin nur noch blockiert hat. Ah, jetzt geht's. Okay. Sehr schön. Und hier ist auch nochmal ein Fahrstuhl. Jetzt ist eine gute Frage, welchen Fahrstuhl nehmen wir? Ich hätte gesagt, wir nehmen mal den anderen hier. Der geht wahrscheinlich einfach nur da hoch, schätze ich mal. Okay, das probieren wir jetzt schnell mal aus. Ja, lang war es nicht. Und jetzt sind wir hier oben. Ja, genau. Leicht ohne was leicht für Quarianer. Quarianer haben einfach noch keine gescheite Rüstung. Mehr größere Schilder, mehr das. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich glaube, ich bleibe bei dem hier, was wir anhaben. Ja, und ich glaube, das war's dann auch schon. Naja, gut. Dann halt auf den. Zu dem anderen Fahrstuhl. Ich habe das Gefühl, als würden wir beobachtet und nicht von dem geht. Ja, das ist durchaus möglich. So abwegig ist das nicht. Nun gut. Dann wollen wir mal zu dem anderen Fahrstuhl gehen. Dann bin ich mal gespannt, wo wir da hinkommen, wenn wir mit dem fahren. Es geht auf jeden Fall mal abwärts. Und zwar ganz schön tief. Hier gibt es noch Strom. Dieses System hat anscheinend einen eigenen Generator. Ich wette, dies ist der Kommandoraum für den ganzen Komplex. Sarens Truppen müssen von hier aus die Türen versiegelt haben, nachdem er reingegangen ist. Wir müssen herausfinden, wie wir die Sicherheitsblockade aufheben können, um in den Bunker reinzukommen. Tja, das werden wir doch mal machen. Ah, hier ist nichts, okay. Was sagt unsere Karte? Ein langer, langer Weg und eine Kampfläuferbucht und da ist das Sicherheitsraum. Und dann geht's weiter zu dem anderen Fahrstuhl, der wahrscheinlich oben blockiert ist, wo wir nicht durch konnten. Schätze ich jedenfalls mal. Ah. Und das kriegen wir was mit Kampfläufern zu tun? Uiuiuiui, ein paar Raketen.
Hallo? Geht das Hacken nicht? Doch, jetzt. Und dann noch ein Schild an. Ah, so ist es ja gar kein Problem. Sehr schön. Das lief doch mal ganz passabel. Ah, da hinten sind auch noch mal welche. Und nochmal so ein Verwüster, nochmal so ein großes, großer Typ. Können wir den heben? Leider nicht. Kampfläufer-Reparaturstation. Ah, hätten wir es uns einfacher machen können? Durchaus möglich, dass wir uns das hätten einfacher machen können. Aber wir sind ja noch nicht komplett, komplett durch. Das heißt, es könnte durchaus noch sein, dass ja einige Feinde sind. Wobei, irgendwie sieht es im Moment nicht danach aus. Der Sicherheitsraum wird wahrscheinlich oben sein. Wir müssen uns beeilen. Saren hat bereits einen Vorsprung. Wir müssen ihn finden, bevor er die Röhre findet. Falls er sie noch nicht gefunden hat. Ansonsten laufen wir in eine Falle. Dieses Risiko müssen wir eingehen. Moment. Da passiert gerade etwas. Zu spät. Können nicht. Invasionsflotten. Keine entkommen. Vielleicht eine Art Nachricht. Aber ich verstehe diese Sprache nicht. Könnte proteanisch sein. Dann muss diese Aufzeichnung 50.000 Jahre alt sein. Kein Wunder, dass wir sie nicht verstehen. Ich kann sie verstehen, beziehungsweise Shepard. Die Nachricht ist verstümmelt, aber ich kann einige Worte verstehen. Es ist eine Warnung vor einer Reaper-Invasion. Unglaublich! Die Dechiffrierung muss ihnen ein Verständnis der proteanischen Sprache übermittelt haben. Nicht sicher. Suchen Schutz. Den Archiven. Was wird da gesagt? Können Sie es verstehen? Night Reaper. Die Zitadelle. Überwältigt. Einzige Hoffnung. Verzweiflungsakt. Die Röhre. Alles verloren. Ja, ist nicht sehr deutlich. Immer verstehen immer noch kleine Teile. Das ist nicht besonders... Da kriegt man nicht besonders viel raus, was die eigentlich genau meinen. Etwas über die Röhre, aber es ist zu undeutlich, um es interpretieren zu können. Wir müssen los. Nicht aufzuhalten. Tagebucheintrag. Oh, und Ausrüstung neue. So, Tagebuch. Ilos, die Röhre finden. In die Archive eindringen. Okay. Haben wir sonst noch hier irgendetwas? Nee, das sieht fast nicht aus. Oh, da geht's nochmal weiter hoch. Okay. Da ist aber nicht wirklich was. Dann nix wie runter und zu diesem Aufzug, der wahrscheinlich jetzt hat funktionieren wird. Denke ich doch mal. Warum habe ich da eigentlich eine Wegmarkierung reingemacht? Ich habe keine Ahnung. Wann habe ich die überhaupt reingemacht? Auf jeden Fall sind wir jetzt im Aufzug. Und ich wette, jetzt geht's zu den anderen, wo wir vorhin gewesen sind. Und nicht benutzen konnten.
würde mich wundern, wenn es anders wäre. So, gleich sind wir da. Und? Ja, genau wie ich es mir gedacht habe. Das heißt, wir müssen jetzt dahin gehen, wo vorhin die Tür zugegangen ist. Sehr schön. Aber Saren ist ja schon durchgegangen, das heißt, der hat noch einen ziemlichen Vorsprung. Ob wir den Panzer nehmen sollten, um in diesen düsteren Untergrundbunker einzudringen? Gute Idee. Wir können etwas Feuerkraft gebrauchen. Okay. Dann nehmen wir doch den Panzer. Oh, Moment. Warum er da jetzt hat als... Ah. Ich glaube, das waren noch die anderen Dinger. Ich hatte erwartet, dass Saren uns eine Falle stellt oder in einen Hinterhalt lockt. Sie müssen zu sehr in Eile dafür gewesen sein. Oder die böse Überraschung kommt noch. Auf jeden Fall sieht es hier ziemlich krass aus. Sehr, sehr krass. Gut, da geht's anscheinend weiter. Den langen Durchgang sind wir anscheinend durch. Naja, was sind das für Dinge an der Wand? Irgendwelche Behältnisse? Sie sehen aus wie Stasis-Kapseln. Wahrscheinlich haben die Proteaner versucht, mit Hilfe von Kryotechnik zu überleben. Aber irgendetwas ist... Okay, es hat sie irgendwie nicht weiter erzählt. Hoppala. Huch. Sind da vorne... Ja, das sind. Oh, Volltreffer. Mist. Na, wo bist du? So, die sind auch weg. Aber dieses komische Geräusch mit dem Bass, das ist so seltsam, dass es nicht mehr aufhört. Ich frage mich echt, ob das ein Bug ist. Wenn, dann ist es ein etwas unschöner. Was ist das? Eine Art Schutzschild? Hätte ich jedenfalls mal so gesagt. Was passiert hier? Eine Falle. Saren hat einen Hinterhalt vorbereitet. Ich glaube nicht, dass Saren dahinter steckt. Eine Schleuse? Also wir kommen... Hoppala. Wir kommen da auf jeden Fall nicht durch und hinter uns ist auch zu. Aber hier geht's auch weiter und auf der anderen Seite nicht. Das heißt, wir müssen wohl hier durchgehen. Wahrscheinlich wirklich eine Art Schleuse. Gut, aber ich denke, was uns dahinter erwartet und ob wir jemals diese Schleuse verlassen können und ob es eine Falle ist von Saren oder wirklich nur eine Schleuse, das werden wir in der nächsten Folge dann erfahren. Dann sage ich mal, danke fürs Anschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!